Wir sind jetzt eine Woche zusammen hier und wir werden auch Fußballspiele machen. Und es wird Ehrgeiz bei euch sein, Wettkampfbedingungen werden wir haben. Und ich möchte eins, was ganz, ganz wichtig ist für uns drei hier. Ich möchte, dass ihr Rücksicht aufeinander nehmt und toleriert, wenn anderer vielleicht nicht ganz so gut ist wie ihr selbst. Jeder, der hier ist, versucht sein Bestes zu geben. Davon gehe ich aus. Ja? Und eine gute Mannschaft macht Folgendes aus, wenn der eine dem anderen hilft. Dieter Zemski ist wirklich unser Aushängeschild. Also nicht nur, dass er eben ehemaliger Bundesligaspieler ist, sondern er ist einfach auf dem Boden geblieben und ist wirklich. Ich kriege manchmal Anrufe vor einem Fußballcamp, ist denn Dieter Zemski wieder da? Sag ich, ja, ja, dann kommen wir auch wieder. Ne? Also er ist wirklich so, die Kinder lieben ihn alle. Und also ganz tolle Sache, die ich mal erlebt habe, war hier in einer Pause, kam ein Kind ein, du Dieter, ich langweile mich so, dann komm her, spielen wir Stadt, Land, Fluss. Ne? Ich wäre nicht 8 Jahre hier, wenn ich das nicht gerne machen würde. Das sind zwar die Ferienwochen, die ich hier verbringe, aber die verbringe ich gerne hier. Nicht komplett, aber wie gesagt, die Arbeit mit den Kindern entlohnt. Das Feedback, was man hier bekommt, ist mit Geld nicht zu bezahlen. Ich glaube, alle Kinder, die den ersten Schritt hierher machen, die werden eine Woche erleben, die garantiert so ist, wie sie sich vielleicht nicht vorgestellt haben, nämlich so positiv. Wir haben hier Wiederholungstäter, die 10, 12, 15 Mal da sind. Und ein besseres Zeugnis kann man nicht ausgestellt bekommen. Ich bin eine Vaterfigur, Opa-Figur. Ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt 67. Also die sehen in mir schon Opa, nur ich gewinne immer noch jedes Laufduell. Das ist das Schöne. Das ist der Sinn der Geschichte, dass ich ihnen Fußball auch mit Spaß näher bringe. Darum geht's. Und Kameradschaft pflegen auch. Wir haben hier Kids, die kommen am Montag als Weise in Anführung. Die kennen keinen und schließen hier innerhalb der Woche Freundschaften, die dann auch von Bestand sind.